Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn Rockstar Games ist gleichzeitig irgendwie fähig und unfähig zugleich. Denn sie haben den letzten GIF-Cast to Friends, den ich hochgeladen habe, gepatcht, aber gleichzeitig haben sie wiederum eine andere GIF-Cast to Friends Methode wieder funktionierend gemacht, Leute. Ja, wie geil ist das denn wirklich? Also, was ist das? Denn den Glitch, den ich euch jetzt zeige, ist wieder mega leicht. Ihr könnt ihn wirklich überall machen, wo ihr wollt und ihr müsst euch nicht verglitschen. Also eine richtig geile Giftcast to Friends. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch gar nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch überhaupt? Also, ihr braucht für diesen Giftcast to Friends natürlich auch einen Freund, der optimalerweise auch das Fahrzeug hat, was ihr gerne haben möchtet. Ist ja klar. Außerdem, Leute, braucht ihr und euer Freund ein MOC. Im dritten Teil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und ihr, Leute, braucht im Lager für persönliche Fahrzeuge ein Fahrzeug, was ihr diesen Glitch verlieren könnt. Aber Leute, das Fahrzeug sollte ein Motorrad sein, also zum Beispiel ein Fatio-Roller oder, wie ich hier im Video benutze, eine Sanchez. Denn dieses Fahrzeug bzw. dieses Motorrad werdet ihr für diesen Glitch verlieren. Ganz, ganz wichtig, Leute. Außerdem, Leute, braucht ihr oder euer Freund den Taucheranzug-Glitch. Was das Ganze ist, werde ich euch später erklären. Aber ganz wichtig, Leute, nur einer von euch braucht das. So, aber ich würde sagen, das war's schon. Mehr braucht ihr für diesen Glitch tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir fangen nochmal direkt an. Als erstes, Leute, seid mit eurem Freund zum Beispiel in einer Einladungssitzung. Aber generell funktioniert der Glitch überall. Denn als erstes, Leute, müsst jetzt ihr oder euer Freund zum Kleidungsgeschäft. Seid ihr beim Kleidungsgeschäft angekommen, Leute, geht es zu dieser Frau bzw. Mann am Tresen. Denn ihr müsst euch jetzt einen Taucheranzug kaufen bzw. anziehen, ganz wichtig. Habt ihr so einen Taucheranzug gekauft oder einfach ausgerüstet, weil ihr den schon gekauft hattet, habt ihr so gesehen den kompletten Taucheranzug an. Und jetzt müsst ihr tatsächlich jetzt Viereck drücken, um dieses Outfit zu speichern. Es ist ganz wichtig, Leute, dass ihr jetzt das Outfit als ein persönliches Outfit abspeichert. Habt ihr dieses Outfit jetzt abgespeichert, Leute, müssen wir jetzt irgendwo hin, wo wir wirklich schwimmen und tauchen können, also zum Wassergebiet. In meinem Fall bin ich jetzt einfach bei diesem Helikopter-Landeplatz hingefahren. Seid jetzt da angekommen, Leute, steigt jetzt aus und ganz wichtig, ihr öffnet jetzt euer Interaktionsmenü, geht jetzt auf Stil und auf das Outfit und wählt auch das Outfit aus, was ihr gerade so gesehen gespeichert habt, also diesen Taucheranzug, ne, aber noch nicht bestätigen, nur dass ihr es halt direkt auswählen könnt, aber noch nicht anziehen, Leute. Denn jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, aber ich würde sagen, der ist mega leicht, denn ihr müsst jetzt ins Wasser reingehen und euer Charakter wird sich auch die ganze Taucherausrüstung selber anziehen, also Taucherflasche etc. Und sobald euer Charakter das macht, müsst ihr das Outfit anziehen, also X-Spammen, was das Zeug hält. Aber Leute, woran merkt ihr jetzt, ob ihr diesen Taucheranzug-Glitch geschafft habt oder nicht? Naja, ich schließe das Interaktionsmenü wieder, geht jetzt aus dem Wasser raus. Seid jetzt aus dem Wasser draußen, Leute, öffnet jetzt das Interaktionsmenü und registriert euch als MC-Präsident oder CEO. Denn wir müssen uns hier so gesehen ein CEO-Outfit anziehen. Das bedeutet, wir gehen jetzt in die Einstellung von CEO, gehen auf Verwalten, auf Stil und wechseln jetzt hier so irgendein Outfit. Und Leute, wenn wir uns ein CEO-Outfit angezogen haben, gehen es wieder zurück, dass wir kein CEO-Outfit angezogen haben. Und ihr werdet merken, Leute, dass euer Charakter die Taucherflasche wieder auszieht. Und wenn ihr das nochmal macht, also CEO-Outfit anzieht und wieder wegmacht, werdet ihr merken, dass euer Charakter es schon wieder tut. Und zwar so oft, wie ihr das Ganze macht. Und das Ganze, Leute, ist der Taucheranzug-Glitch. Aber Leute, ihr habt es jetzt so gesehen geschafft, wenn es bei euch auch passiert ist. Und ganz wichtig, Leute, wechselt das Outfit jetzt nicht mehr. Denn dieser Outfit-Glitch ist tatsächlich sitzungsübergreifend. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich auch die PlayStation oder Xbox ausmachen, später wiederkommen. Und da ihr euer persönliches Outfit ja nicht gewechselt habt, werdet ihr auch direkt weitermachen können mit dem Giftcast to Friends. Nur so als kleine Info. Aber Leute, wir sind jetzt generell fertig, also ready für den Giftcast to Friends. Und wir treffen uns jetzt mit unserem Freund irgendwo, wo wir den Giftcast to Friends machen wollen. Klar, der Giftcast to Friends Spot sollte schon etwas größer sein, denn wir müssen jetzt mit unserem MOC dahin und unser Freund auch. Ganz wichtig, denn unsere beiden MOCs müssen sehr, sehr nah zueinander stehen. So, in meinem Fall bin ich jetzt hier einfach zum Yachthafen-Parkplatz gefahren. Wirklich wunderschöne große Fläche und irgendwie parken da gefühlt nie Leute drauf. Also wirklich wunderbar leer. Und optimalerweise hat euer Freund auch schon das Fahrzeug besorgt, was ihr gerne haben möchtet. In meinem Fall ist das jetzt hier so ein Muscle Car.
So, ich bin jetzt hier mit meinem MOC angekommen, Leute. Ich habe es jetzt hier so geparkt. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr zu Fuß vor eurem MOC steht, müsst ihr diesen blauen Kreis sehen, um hinten reingehen zu können. Wenn ihr das nicht seht, Leute, dann parkt euer MOC irgendwie, wo einfach zu viel in der Umgebung ist oder Straßenfahrzeug blockiert das. Das wäre nicht so gut. Deswegen ganz wichtig, blauer Punkt sollte sichtbar sein. Andersrum auch natürlich für eurem Freund bei seinen MOC. Ganz wichtig. So, habt ihr das Ganze jetzt ungefähr so hingestellt, so wie ich jetzt hier im Video, dann muss jetzt euer Freund zu eurem MOC gehen und macht die Franklin Mailroom. Das bedeutet, er hält die untere Pfeiltaste gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus und bleibt jetzt einfach in dieser Meldung, die GTA ihn gerade schmeißt. So Motto, bist du sicher, dass du einen Story-Modus möchtest, bla bla bla. So, wenn euer Freund das getan habt, dann geht ihr jetzt zum blauen Kreis, geht es hier auf mit Freund und Crewmitglieder beitreten. Denn wir müssen jetzt unser Fahrzeug rausholen, was wir für diesen Glitch verlieren können. Und natürlich, Leute, wir spawnen alleine im MOC. Das sollte auch so sein, keine Sorge. Seid jetzt mit dem Motorrad draußen angekommen, Leute, steigt jetzt von eurem Motorrad ab und euer Freund kann jetzt auch die Meldung, die er in GTA hat, einfach mit Kreis abbrechen und geht es zur Seite. Denn als nächstes müssen wir jetzt ein paar Taucherflaschen beim blauen Kreis von unserem MOC hinstellen. Das bedeutet, ihr öffnet euer Interaktionsmenü, registriert euch jetzt als CEO oder MC President, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn wir gehen jetzt hier auf die CEO-Einstellung, gehen auf die CEO-Outfits und tun jetzt auf diesen blauen Kreis ein paar Taucherflaschen hin. Es müssen auch nicht mal viele sein, es müssen einfach nur ein paar sein. Denn das Tricky an diesem Glitch ist ja, dass wir mit unserem Motorrad so gesehen ein bisschen in der Luft backen, da wir auf diese Lufttanks drauf fahren und dadurch werden wir so gesehen verglitscht für den Gift Custom Friends und können uns die Autos ziehen. Egal, ich habe jetzt hier ein paar hingelegt, Leute, ich habe das Interaktionsmenü auch wieder geschlossen und ich fahre jetzt mit dem Motorrad zum mein MOC. Wenn jetzt euer Motorrad mit dem Vorderrad so ein bisschen in der Luft backt wegen den ganzen Lufttanks, dann spammt jetzt die rechte Pfeiltaste. Und Leute, ihr werdet einen kurzen Blackscreen bekommen. Sobald der Blackscreen wieder vorbei ist, müsst ihr sofort das Interaktionsmenü öffnen. Ganz wichtig, und das Interaktionsmenü muss auch offen bleiben. So, in meinem Fall habe ich das jetzt hier sogar First Strike geschafft. Und Leute, ihr könnt jetzt auch testen, ob ihr diesen Glitch so gesehen gehittet habt oder nicht. Denn wenn ihr jetzt versucht, mal die R2 oder L2-Taste zu drücken, um mit dem Motorrad weiterzufahren, ihr werdet merken, ihr könnt das nicht. Und jetzt wisst ihr, perfekt. So soll es sein. Denn ihr steigt jetzt einfach vom Motorrad ab und lauft es zum Fahrzeug, was euer Freund euch dahingestellt habt. Und steigt einfach ein. Und ganz wichtig, Leute, natürlich, das Interaktionsmenü bleibt immer noch offen. So, sitzt jetzt im Fahrzeug drinnen, was ihr gerne haben möchtet, muss jetzt euer Freund zu seinem MOC hingehen. Und zwar geht er jetzt in den blauen Kreis. Und ganz wichtig, Leute, er geht es hier natürlich auch mit Freunden und Crewmitglieder beitreten. Falls er diese Option nicht hat, Leute, dann muss euer Freund kurz das MOC von ihm ein bisschen näher zu euch hinparken, damit er diese Option hat. Aber gut, im Malfa hat das jetzt hier und er geht es hier einfach mit Freunden bla bla beitreten im MOC. Und zack, boom, bam, Leute, ich spawne in meinen MOC mit dem Fahrzeug. Klar, im MOC von eurem Freund wird das ein bisschen buggy oder sehr buggy, weil da sind jetzt auf einmal zwei Autos drin, aber alles normal. Denn wir haben das Fahrzeug jetzt uns erfolgreich gesnackt und sogar auch abgespeichert. Aber Leute, ihr seid jetzt in eurem MOC so gesehen stuck, gefroren, ihr kommt nicht mehr raus. Aber Leute, dafür gibt es auch einen ganz, ganz einfachen Workaround. Euer Freund lädt euch jetzt einfach in seinen MOC ein. Und nehmt diese Einladung auch einfach an. Ihr spawnt dann im MOC von eurem Freund, könnt einfach rausgehen und direkt einfach weiter glitschen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und nein, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Ihr seht doch hier im Hintergrund, dass ich genau das gleiche Fahrzeug jetzt auch besitze, was er mir ja gegeben hatte. Aber Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat und euch vielleicht sogar weitergeholfen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Und für die, die mich noch gar nicht abonniert haben, abonniert mich, denn der Glitch funktioniert auch. Also, let's go. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.